Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach den Ticket. Und heute habe ich das Spiel CSR Racing 2. Ich habe es schon heruntergeladen, gespielt habe ich es noch nicht. Und ja, dann schauen wir mal, wie das Spiel so ist. Also ich sehe schon hier, ich brauche die Tasten links, rechts und nach oben und Shift. Links, rechts, oben, Shift. Okay. Also kann ich nicht mit der Maus spielen. Oder? Ich weiß nicht. Mal schauen. Meine Spiel-ID, okay. Jonas. Normal mag ich Rennspiele, aber ich spiele meistens Rennspiele auf der PlayStation und hey Anfänger, du okay. Und das ist nach oben. Schalte hoch. Rechts. Jetzt brauche ich die Maus. Okay, nach rechts ist hochschalten, nach links bestimmt runterschalten, lenken. Kann ich anscheinend nicht, wie es aussieht. Also ist das nur so ein Ampel-Race. Lamborghini. Oh. Mustang GT. Das ist ja meiner. Kaufen. K1. Was gibt's denn hier noch alles für Autos? Cooper Fiesta. Der sieht cool aus. Der Mustang. Mustang Boss. Wie viel Geld habe ich denn? Ja. Achso, hier. 120 kostet der. Nee. Golf möchte ich nicht haben. Ich fahre nicht so gerne mit VW Golf. Da
Das sieht auch cool aus, der Toyota. Mini Cooper. Ford Fiesta. Kann ich kein anderes Auto haben? Na gut, dann nehmen wir den Mustang. Okay, jetzt muss ich Rennen fahren. Hab ja auch kein Geld mehr. Was soll ich machen ohne Geld? Zum Rennen. Ein Viertelmeilenrennen. Okay. Ja, das ist genau das, was ich sagte. Man startet irgendwo an der Ampel und dann fährt man nur geradeaus. Und ja. Wofür brauche ich später aber die Shift-Taste? Also das ist Gas geben, das ist hochschalten. Das ist wahrscheinlich dann runterschalten. Gegen Toyota. Yippie, yippie, yippie. Stefan Red Dog, ja, das bin ich. Juhu! Ich bin doch kein Knallkopf! Also für solche Starts brauche ich einen höheren Drehmoment und bessere Reifen für den Grip zum Starten. Die Endgeschwindigkeit vom Motor ist ja nicht so wichtig. Oh, scheiße. Aus Versehen auf Hochschalten gedrückt. Ah, hier los. Weiter. Weiter.
habe ich gerade so bequem hier hingesetzt und ja, ist halt so. Verdrückt. Los, nochmal? Noch eine Runde? Hat Spaß gemacht. Verbessern. Nitro. Weiter. Und nochmal. Nitro ist bestimmt der Pfeil nach links dann drücken. Muss gleich mal gucken. Aber die Ladezeit, das war ganz schön lange. Meine liebe Güte. Ah, Shift ist Nitro, okay. Also ich hätte sowieso gegen der vorher verloren. Glaube ich. Okay. Rennen. Ich denke, ich hätte bestimmt mein Auto jetzt gerade auf. Oh, gegen andere Leute. Warte auf Gegner. Einsatz. Null. Null ist so. Also, ich sag mal so, Spiel an sich ist ganz gut. Nur die Ladezeiten, die sind ganz schön heftig. Was liegt an meinem Internet? Herzlichen Glückwunsch, Rang 2. Sammeln.
Gut, dann, nee, wir gehen erstmal nicht. Ah, ich muss Rennen machen. Mensch, ich wollte mein Auto aufwerten. Die sind so gemein. Danach kann ich bestimmt mein Auto aufwerten. Ich möchte gerne noch wissen, was man da alles tun kann. Also, ob man auch Aussehen tun kann oder. Ich habe ja gesehen, Nitro-Wagen, Kupplung stand da. Reifenwagen glaube ich auch dabei. Deswegen wollte ich da nochmal nachschauen. Ach so. Oh, er hat gerade Nitro benutzt. Habe ich auch. Gut. Ach Mensch, wann komme ich zum nächsten Reparieren? Reparieren, aufrüsten. Fortfahren. Name. Bartak die German. Sprache international. Für den Crew-Motor hinzufügen. Just for fun. Mein Crew-Abzeichen. Ach, da gibt es nur diese vier. Acht. Vier. Dann immer den hier, weiß-rot. Kann ich gar nicht. Alles Queste gibt es auch hier. Okay. Ich glaube, mein Internet ist heute schlecht. Ich weiß es nicht. Ah, ich komme zum Verbessern. Sammeln. Neuigkeiten.
BMW gibt's auch. Oh, ich will einen BMW haben. Jetzt noch nicht. Erst noch hier die Sachen einsammeln. Achso, das war's. Okay. Ich muss noch drei Sachen machen. Verbessern. Also Turbo gibt es. Ansauger, Nitro, Gas, Reifen. Chassis, Reifen. Und sonst noch was? Jo, das geht dann noch weiter. Getriebe, Motor. Okay, und da ist wieder Turbo. Gehen wir mal zurück. Auto kaufen. Tuning. Ja, ist das gleich wie bei verbessern? Na egal. Was verbessern wir denn? Nitro brauche ich eigentlich noch gar nicht. Ich würde sagen, Turbo ist wichtig für Beschleunigung und Getriebe später auch. Wie teuer sind denn die Reifen? Na gut, passt auch. Dann haben wir Reifen, Getriebe. Und das ist später auch wichtig, tiefer legen. Also ich glaube bei meiner Geschwindigkeit noch nicht, aber... Nitro... Reifen, Getriebe, Turbo. Ah, man sieht, das Orangene heißt immer, das kann ich aufwerten. Also das könnte ich noch aufwerten, den Auspuff. Und Chassis. Die beiden Sachen brauche ich erstmal nicht, denke ich mal. Jetzt habe ich mal da oben drauf gedrückt auf die 47, was da alles steht. Weihnachtsangebot. Also bestimmt für Leute, die schon länger spielen, weil 3000 Gold dauert wahrscheinlich ein bisschen. BMW. Okay, das war also hier oben ein Geschäft, ein Shop. Gehe ich mal zurück. Soll ich noch was verbessern? Auspuff oder Chassis? Chassis ist das, was am wenigsten bringt. Ach, ich brauche zwei Nitro, das sollte ich machen. Kann ich nicht mehr. Was ist das? Okay, zurück.
Super edel. Warum soll ich denn das in der echten Welt zeigen? Autokauf verbessern, tunen, veredeln. Also hier drunter kann man dann wahrscheinlich ja Farbe, Innenausstattung. Ist aber nicht mein Auto. Und wie sieht es an meinem Auto aus? Schweinerei. Oh, eine ganze Reihe voller Farben. Kein Schwarz. Uni hinzufügen. Hinzufügen. Achso, das war nur zum Gucken. Felgen kann man aussuchen. Ist das langsam gerade wieder? Warte mal, wo waren die? Die sehen ganz gut aus. Ah, Stufe 33. Muss ja alles erstmal freischalten. Ah, meine Güte. Bremse. Freischalten. Und was haben wir noch hier? Räder, die Farbe, die Lackierung. Muss man auch erst freischalten. Ab, Level. Okay, 3. Ist das schon. Ich bin noch Level 3. Okay, da steht Elite, ne? Elite-Stufe. Ist bei mir wahrscheinlich keine Elite-Stufe, ist normale Stufe. Okay. Okay, nicht schlecht. So, fertig. Dann kommt jetzt noch. Was ist das hier? Ah, die Garage, okay. Garage. Das ist wahrscheinlich die Rangliste. Welchen Platz ich bin. Bestimmt Platz 10 Millionen haben. 10 Millionen haben das runtergeladen. Ah, ich muss da eine Gede rein. Ghost Rider. Okay, die Rangliste geht nur nach Gilde wahrscheinlich. Informationen über das Auto. Laufzeit, Wert. Okay, nicht schlecht. Machen wir nochmal ein Rennen, um zu schauen, wie gut mein Tuning war. Zum Rennen. Auch ein bisschen Geld. Deswegen muss ich in Rennen fahren. Ja.
Nummernschild kann man auch ändern, das ist ja auch cool. Okay, da ist das. Das wollte ich gerade mit WASD spielen. Das war aber nicht mein Auto. Das war ein Audi. Habe ich das Auto geschenkt bekommen? Nee. Ich habe immer noch mein. Ah, hier kann ich aussuchen. Das sieht sinnvoll hier. Rangliste. Okay. Rangliste 1 von 24 habe ich. Und jetzt kommt die 2 dran von 24. Ich vergesse mal. Okay. Weiter geht's. Also ich glaube, bei den Spielen müsste man doch eigentlich ganz schnell in der Rangliste hochkommen. Wenn man immer gegen alle gewinnt. Okay, wenn andere Leute natürlich besseres Auto haben, wird es länger dauern. Na egal. Gut, jetzt wissen wir, wie das Spiel geht. Man kann sehr viel ausrüsten, verbessern. Die wollen wirklich, dass ich das Nitro verbessere. Dafür habe ich gar kein Geld zum Nitro verbessern. Das kostet 3200. Ah. So ein Mist. Dann mache ich noch mal ein Rennen. Ja. Letzte Rennen. Ich möchte nur das Nitro noch verbessern. Basten. Gut.
Das war ein richtig knappes Rennen. Okay. Jetzt kann ich das Nitro verbessern. Und auf jeden Fall die Reifen. Ich bin gerade nur durchgedreht am Anfang. Verbessern. Nitro war hier hinten am Anfang irgendwo, oder? Ah ne, steht schon drauf. Gut. Nitro. Auf geht's. Fortfahren. Langsamer geworden, da. Ein Viertel mein Rennen, ja. Die Reifen würde ich gerne ändern. Das wird allerdings finanziell gerade nicht mehr passen. 1900, 1080, ich könnte zwar mit Gold bezahlen, aber ich denke mal, das Gold hilft mir lieber auf, weil es da Sachen gibt, die ich später. Hier ist es rot, da muss ich irgendwas machen wahrscheinlich. Stufe 4. Okay. Bestätigen. Manueller Start. An und aus, ich habe aus, was ist ein manueller Start? Schieben? Keine Ahnung. Schauen wir mal. Das ist ja nur ein Testrennen. Nur am Durchdrehen. Naja. Dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Hier noch schnell okay. Es geht alles klar, zurück. Verlassen. Und jetzt ja, beende mal das Ganze. Dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.